Heute bei Bitte melde dich. Maike hat große Sehnsucht nach ihrem Vater. Sie hat ihn nie kennengelernt. Deine Wurzeln wurden in deiner Familie eigentlich totgeschwiegen. Komplett. Man fühlt sich einsam, verlassen. Denkst du viel darüber nach? Jeden Tag. Die Suche nach Maikes Vater führt uns nach Jordanien. Kannst du erkennen, was hier auf der Weste steht? Es heißt Wadi Diram. Wir fahren in diesen kleinen Ort im Süden von Jordanien. Da hinten diese Wolke, das sieht nach einem Sandsturm aus, oder? Ich suche diese Person. Ich kenne ihn nicht. Das müsste ja eigentlich hier irgendwo sein. Nein. Tut mir leid. Wadan. Das alles jetzt bei Bitte melde dich. Köln. Ich bin mit Maike verabredet. Sie hat eine tragische Geschichte mitgebracht, über die ich gern mehr erfahren möchte. Hallo. Hallo, Julia. Oh Hallo. Gott, freue ich mich. Ich freue mich auch. Natürlich. Oh, ist das schön. Ja? Ja. Oh, ja, ganz toll. Komm mal mit mir. Prima, sehr schön. Wir setzen uns jetzt mal zusammen. Maike, herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich mich auch. Vielen Dank. Du bist hier, weil du einen ganz wichtigen Menschen suchst, der dir ja eigentlich bisher unbekannt ist. Trotzdem sehr wichtig. Ja. Wer ist das? Das ist mein leiblicher Vater, den ich leider nie kennenlernen durfte. Ich bin mit meinem Stiefvater aufgewachsen. Der Mann war für mich immer da, war mein Papa. Und ich bin noch mit drei Geschwistern aufgewachsen. Das heißt, bis dahin warst du in dem Glauben, dass dein Stiefvater dein Vater sei? Ja. Und als meine Eltern sich dann haben scheiden lassen, wie alt war ich da? 11 vielleicht, 12. Dann hat man mal so in den Schränken geguckt und gewühlt. Dann habe ich ein Stammbuch gefunden von uns Kindern. Und da stand jeweils immer ein Vater drin. Nur bei mir nicht. Wie ging es dann weiter? Hast du deine Eltern damit konfrontiert oder? Meine Mutter wollte nie darüber sprechen. War eher sauer, hatte ich da, wütend, dass ich das wohl rausgefunden habe. Mir wurde ein Vorwurf daraus gemacht. Das ist für mich ganz schwer zu ertragen, weil ich habe ein Anrecht darauf. Ich möchte meinen Vater, meine andere Seite. Ich möchte wissen, woher, weil ob das mein Charakter ist, mein Temperament, das kommt definitiv nicht von meiner Mutter. Wo hat dein Vater seine Wurzeln? Wo kommt er her? Die Informationen, die ich bekommen habe, sind von meiner Großmutter, mütterlicherseits, dass da wohl Sufian Quasses heißen soll. Und er müsste dann so Jerusalem, Israel herkommen. Er soll bis 1975 in Deutschland gelebt haben und Flugzeugingenieur studiert haben. Mehr weiß ich leider nicht. Hat denn deine Mama mal irgendwas Persönliches über deinen Vater erzählt, wie sie ihn kennengelernt hat? Was gar nicht. Für ein Mensch war? Leider nicht. Also deine Wurzeln wurden in deiner Familie eigentlich totgeschwiegen? Komplett. Und das ist kein schönes Gefühl, damit zu leben. Man fühlt sich einsam, verlassen, nicht gewollt. Denkst du viel darüber nach, über die Situation? Jeden Tag. Maike, wenn es uns gelingen würde, deinen Vater zu finden, was würdest du dir für euch beide wünschen? Dass ich vielleicht auch das Gefühl bekomme, dass ich einen Papa habe und dass ich von ihm aus gewollt bin. Ich würde mich einfach fallen lassen können und sagen, hey, ich bin da. Ich bin gewollt, ich bin geliebt. Und egal wie. Entschuldigung. Das ist völlig in Ordnung. Ich verstehe das sehr gut. Jetzt haben wir natürlich ganz wenig Informationen zu deiner Geschichte. Jedenfalls nicht sehr viel. Aber trotzdem verspreche ich dir, dass ich alles tun werde, damit wir deinen Vater finden können. Vielen Dank. Sehr, sehr gern. Sommer 2023. Die Suche beginnt. Lukas aus meinem Team ist auf dem Weg nach Israel, dem Geburtsland von Maikes Vater.
Ich stehe bereits mit verschiedenen Behörden des Landes in Verbindung, als mich eine Mail erreicht, die alles auf den Kopf stellt. Gott sei Dank erreiche ich Lukas noch rechtzeitig. Sag bitte, dass du noch nicht eingecheckt hast. Ja, ich bin kurz davor. Ach, sehr gut. Ja, halt dich fest, es gibt eine Riesenplanänderung. Ist irgendwas passiert? Ja, und zwar folgendes. Das Amt aus Jerusalem hat sich gemeldet. Sufjan ist von Deutschland aus nicht zurück nach Jerusalem gegangen, damals 1977, sondern nach Jordanien. Nach Jordanien? Genau. Wir machen es so, ich melde jetzt alle Informationen, die ich habe. Es gibt ja das Geburtsdatum und ich habe auch eine Adresse in einer Stadt namens Kerak. Okay, aber das klingt ja eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Ich kann gleich mal schauen, ob und vor allen Dingen für wann ich umbuchen kann. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, ich hoffe, du kriegst es ganz schnell hin. Ich gebe dir dann gleich noch mal Bescheid, ja? Alles klar. Dann wünsche ich dir ja einen guten Flug nach Jordanien und wir hören uns, wenn es irgendwas Neues gibt, okay? Okay. Alles klar. Gute Reise. Danke. Tschüss. Tschüss. Okay, Planänderung. Dann schaue ich jetzt mal, ob ich umbuchen kann. Am nächsten Tag. Tatsächlich hat die Umbuchung reibungslos funktioniert. Amman ist die Hauptstadt von Jordanien und hier startet die Suche vor Ort. Glücklicherweise konnte ich auch noch schnell einen Dolmetscher für Lukas organisieren, der ihn bei der Suche unterstützen soll. Ja, da wartet schon jemand. Das muss er sein. Murat? Hi, ich bin Lukas. Hi. Na, wie geht's? Alles sehr gut, sehr gut. Alles willkommen super. In Jordanien. Vielen Dank. Danke auch, dass du so kurzfristig Zeit hast. Okay. Wollen wir losfahren? Ja. Los geht die Fahrt raus aus Amman. Ziel ist es, der ersten Spur nachzugehen. Der Adresse, die ich von den israelischen Behörden bekommen habe. Schau mal hier, das ist die Info vom Amt aus Jerusalem. Ja. Und hier ist die Adresse. Mutah Street, Al-Karak. Al-Karak. Das finden wir einfach so? Weil steht keine Hausnummer dabei. Ja, hier ist normal. Okay. Haus auf der Straße. Und dann sagen die, ja, nehmen das oder das. Okay, das heißt, das finden wir auf jeden Fall. Ja, finden wir. Super. Sehen Sie gleich. Wir fahren in diesen kleinen Ort im Süden von Jordanien. Ich suche Sufjan Kazaz. Ich kenne ihn nicht. Tut mir leid. What dann? Etwa 2 Autostunden und 130 Kilometer auf den gut ausgebauten Straßen liegen vor Lukas und Murat. Kerak, in der Landessprache Al-Karak, ist eine Kleinstadt, in der Maikes Vater nach seinem Studium in Deutschland gelebt haben muss. Wir sind hier richtig. 100%. Okay. Mutterstraße. Aber die Straße hört da vorne ja schon auf. Ja. Aber wir sind richtig hier. University? Genau. Universität? Genau, Uni. Ja, das ist jetzt ein bisschen seltsam, Murat. Ich habe jetzt ehrlich gesagt irgendwie so ein Wohngebäude erwartet. Also du bist ganz sicher, dass das die Adresse ist? 100%. Murat, hier. Das steht drauf. Ja. Ich frage einfach mal hier nach. Ja. Hallo, Entschuldigung, ich habe eine kurze Frage. Marhaba an qalbak. Fi ando bas su'al? Ja, bitte. Ich bin auf der Suche nach einer Person. Und ich glaube, sie wohnt hier oder hat hier mal gewohnt. Gibt es hier vielleicht so etwas wie eine Verwaltung? Zur Verwaltung geht es immer geradeaus. Okay, shukran. Dann fragen wir uns mal nach. Ja. Ich glaube, wir haben uns so ein bisschen verlaufen. Ich habe keine Ahnung, wo die Verwaltung sein soll. Sehr groß hier, ja. Ich frage hier vorne einfach mal kurz. Ja. Hallo, Entschuldigung. Ich suche die Verwaltung. Die Verwaltung? Die ist da vorne. Dankeschön. Thank you. Administration. Ja. Ja. Nein, das haben wir es gefunden. Hier vorne, oder? Ja. Hallo, Entschuldigung. Marhaba. Ich suche jemanden, vielleicht können Sie mir helfen. Entschuldigung, wir sind vom deutschen Fernsehen. Ich bin auf der Suche nach einer Person, das ist ziemlich wichtig. Da müssen Sie mit dem Verwaltungsleiter sprechen. Er könnte mir vielleicht helfen? Ja, ja, er kann uns helfen. Wir kommen mit Ihnen mit, ja? Wir gehen mit. Alles klar, Dankeschön. Komm rein.
Ja, okay. Hallo, Entschuldigung, wir sind jetzt einfach so reingeplatzt. Wir haben nur eine kurze Frage, vielleicht können Sie helfen. Dann nehmen Sie mal Platz. Ich setze mich, ja. Shukran. Was kann ich für Sie tun? Wir sind vom deutschen Fernsehen und suchen einen Sofian Kassas. Er hat eine Tochter in Deutschland, die ihn unbedingt kennenlernen möchte. Ich habe nur die Information, dass Sofian Kassas hier mal gemeldet war in der Mutter Street in Al-Karak. Das ist eine ganz alte Information, Ende der 70er, Anfang der 80er. Und deshalb bin ich hier. Das ist sehr gut möglich. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er hier gearbeitet und gelebt hat. Wenn er hier mal gearbeitet hat, wird er auch hier irgendwo gewohnt haben. Ich kann mal nachsehen. Ja, vielen Dank. Okay. Können Sie ihn finden? Im Computer finde ich unter dem Namen nichts. Ich kann aber im alten Personalarchiv mal nachschauen. Können wir mitkommen? Ja. Okay, super, shukran. Schön, dass Sie Zeit haben. Im ersten Stock befindet sich das Archiv. Es sieht alles etwas chaotisch aus, aber der Verwaltungsleiter weiß genau, wo er suchen muss. Vorsicht! Sofian? Hier ist ein Sofian Kassas. Sie haben ihn gefunden? Sofian. Ja, genau. Er hat tatsächlich hier gelebt? Ja, genau. Haben Sie noch mehr Informationen? Vielleicht auch eine Adresse? Ich habe hier eine Verzugsadresse. Und als was hat er hier gearbeitet? Er hat in der Fakultät für Bauingenieurwesen gearbeitet. Er war hier bis 1984 Dozent für Städteplanung. Okay, das heißt, die Adresse ist dann auch von 1984? Nein. Genau. Können Sie mir die kurz notieren? Ja, natürlich. Sofian Kassas, verzogen nach Salt. Salt? Ist das eine Stadt hier in der Nähe? Ja, das ist eine Stadt nicht weit von hier. In Ordnung. Und das ist die Adresse? Ja. Ich kann natürlich nicht lesen. Ja, Chef. Ist auf Arabisch, aber ja, Murat wird mir helfen. Vielen Dank, das war eine große Hilfe. Sehr gerne. Okay, das klang auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Wir waren nicht komplett falsch hier. Was mich ein bisschen wundert ist, dass Sofian hier Dozent für Städteplanung gewesen ist. Nach meinen Informationen hat er Flugzeugbau studiert. Aber gut, dann war er offenbar Ingenieur und hat vielleicht einfach die Fachrichtung gewechselt. Das kann ja sein. Morgen geht's auf jeden Fall weiter. Dann fahren wir zu der Adresse. Vielleicht kriegen wir da ja was raus. Ja. Am nächsten Tag. Salt liegt etwa 40 Kilometer westlich von Amman, nahe der Grenze zu Israel. Die Stadt ist eine der ältesten Jordaniens mit einem reizvollen Altstadtkern. Und genau hier liegt die Adresse, die Sofian beim Verlassen der Universität als Verzugsadresse angegeben hat. Hier ist schon die 122. Finden wir hier jetzt Maikes Vater? Also ist die 116? Assalamu alaikum. Hallo, Entschuldigung, ich habe eine kurze Frage. Ich suche einen Sofian Kassas. Sofian Kassas. Sagt Ihnen der Name etwas? Sag mir nichts. Ich habe diese Adresse bekommen. Die Adresse ist schon alt, aus den 80er Jahren, aber vielleicht kennen Sie ihn ja. Tut mir leid. Ich kenne ihn nicht. Wie lange haben Sie denn schon den Laden, wenn ich fragen darf? Seit 25 Jahren. Wissen Sie vielleicht, was vorher hier gewesen ist? Auch ein Supermarkt. Entschuldigen Sie die vielen Fragen. Gibt es denn jemanden, der hier in der Nähe wohnt, der auch schon in den 80ern hier gewesen ist, der mir vielleicht weiterhelfen könnte und Sofian Kassas kennt? Fragen Sie mal den alten Mann nebenan im Obstladen. Dann frage ich da mal nach. Vielen Dank. Shukran. Shukran. Ich frage mal die Nachbarn.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ich habe eine kurze Frage, vielleicht können Sie mir ja helfen. Ich suche einen Sufyan Kazaz. Ist 75 Jahre alt, Ingenieur und hat in den 80ern mal da vorne an der Ecke gewohnt, 116. Keine Ahnung, den Mann kenne ich nicht. Kein Problem, shukran. What done? Das ist der Markt hier, oder? Ja. Dann fragen wir uns mal durch. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ich suche jemanden, der Sufyan Kazaz heißt. Vielleicht können Sie mir helfen. Ja. Kenne ich nicht. Ich habe eine Adresse hier vorne an der Ecke, die 116 aus den 80ern. Kennen Sie vielleicht jemanden hier, der auch schon etwas länger hier wohnt? Leider nein. Frag mal die anderen Händler. Dankeschön. Shukran, Bodan. Oh, die Früchte. Die leuchten richtig. Ja, sehr schön. Assalamu alaikum. Assalam. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Kennen Sie vielleicht einen Sufyan Kazaz? Oh ja, er war mit meinem Vater befreundet. Sie kennen ihn? Sie kennen Sufyan Kazaz? Ich selbst nur flüchtig, aber mein Vater kannte ihn. Okay, nur dass wir über den gleichen Sufyan Kazaz sprechen. Er hat hier oben mal gewohnt, in der 116, oder? Ja, genau. Da vorne in dem Eckhaus. Das muss er sein. Tut mir leid, dass ich jetzt so aufgeregt bin, aber es ist sehr wichtig, dass ich ihn finde. Kann ich mit Ihrem Vater vielleicht mal sprechen? Das geht leider nicht. Er ist vor kurzem verstorben. Das tut mir sehr leid. Der Mann weiß nicht, was aus Sufyan geworden ist. Sein Vater war mit ihm befreundet, auch nachdem dieser wegzog. Vielleicht finden sich ja noch Hinweise auf Sufyans Verbleib im Nachlass des Verstorbenen. Der Mann bittet Lukas, nach Feierabend in sein Privathaus zu kommen. Können Sie mir die Adresse vielleicht aufschreiben und dann komme ich später vorbei? Vielen, vielen Dank. Das war eine große Hilfe. Dann sehen wir uns später, ja? Alles klar, dann bis später. Das zeigt mal wieder, dass sich dieses Rumfragen lohnt. Wir haben eine Verabredung. Köln, einige Tage später. Ich habe Maike erneut eingeladen. Hallo, na? Bist du wieder da? Ich möchte ihr vom Stand unserer Suche berichten. Maike, willkommen zurück. Ich freue mich. Ich mich auch, vielen Dank. Ja? Hast du unser Gespräch gut verkraftet? Ja, habe ich. Also ich habe auch ganz lange darüber nachgedacht. Ja. Dass wenigstens mit deiner Hilfe, dass ich da ein bisschen weiterkomme. Deswegen wollte ich dich noch mal wiedersehen. Wir haben, also mein Team und ich, nach deinem Vater gesucht. Und wir haben auf dieser Suche herausgefunden, dass die Spur nicht nach Israel führt. Die Spur führt nach Jordanien. Oh. Mein Kollege Lukas ist nach Jordanien gereist und hat da einige Ansätze verfolgt und ist irgendwann auf einen Mann gestoßen, der deinen Vater kennen könnte. Mit dem hat er sich verabredet. Und dazu möchte ich dir was zeigen. Gerne. Ja? Okay. Salt in Jordanien, kurz nach 18 Uhr. Lukas und Murat sind auf dem Weg zu dem Mann, dessen Vater Sufyan gekannt haben soll. Die Straße ist hier. Wir sind jetzt da hier richtig. Okay. Und ja, hier ist mein Haus. Das ist das Haus? Ja, genau. Okay, ist offen, aber... Klopfen erstmal? Ja, oder lieber klopfen. Oder rufen. Salam alaikum. Salam alaikum, am. Ah. Da seid ihr ja. Salam alaikum. Hallo. Wir kommen einfach rein, ja? Kommt rein. Shukran. Shukran. Vielen Dank, dass wir vorbeikommen dürfen. Sie wissen ja, dass es mir sehr wichtig ist, dass ich Sufyan Kazaz finde. Sie meinten ja, Sie wollen mal nachschauen, ob Sie noch irgendwas finden. Ich habe im Nachlass meines verstorbenen Vaters nachgeschaut. Ich habe nur ein paar alte Fotos von Sufyan gefunden. Die kann ich Ihnen aber gerne zeigen. Okay, sehr gerne. Warten Sie kurz. Vielen Dank. Abwarten und Tee trinken. Ja.
Das sind die Fotos. Ja, genau. Leider sind es nur drei Stück. Hier ist das erste. Das ist Sophia Gazas. Ja. Das ist das erste Mal, dass ich Maikes Vater sehe. Hier ist noch eins. Shukran. Dieses Foto ist etwas neuer. Oh ja. Das ist aktueller. Ja. Was steht da drauf? Sophia 2014. Ja. Ja, ungefähr 10 Jahre alt. Sie haben jetzt diese Fotos gefunden. Waren denn da vielleicht noch irgendwelche anderen Unterlagen? Weiß ich nicht. Eine alte Adresse, Telefonnummern, irgendetwas, was mir helfen könnte, Sophia Gazas zu finden. Leider nein. Nur diese drei Fotos, sonst nichts. Der Mann erklärt, dass er den gesamten Nachlass seines Vaters nach Dokumenten, Briefen und Papieren durchsucht habe, die mit Sophian zu tun haben könnten. Leider hat er aber nur die drei Fotos gefunden. Kann ich mir die Bilder denn ausleihen? Ist das in Ordnung? Ja. Natürlich, klar. Shukran. Shukran, Sie waren eine sehr, sehr große Hilfe. Vielen, vielen Dank. Philipp. Wow. Ich habe zum ersten Mal Maikes Vater gesehen. Vielleicht helfen mir diese Fotos irgendwie bei der Suche weiter. Wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen sortieren, ne? Ja. Wie geht's dir gerade? Wie sieht's aus in dir? Also ich bin total überwältigt. Das erste Mal habe ich überhaupt mal was gesehen, so vom auf, wenn es nun Fotos ist, aber das Gesicht. Ist Lukas hat dann weitergesucht. Wir gucken mal, ja? Ja, gerne. Ein erster Erfolg. Gefunden haben wir Sophian aber noch lange nicht. Noch vor Ort schauen sich Lukas und Murat die drei Fotos ganz genau an. Gibt es darauf etwas zu entdecken, was auf den Verbleib von Maikes Vater hindeutet? Kannst du erkennen, was hier auf der Weste steht, hier oben? Auf der Weste nicht, aber hier... Warum drehst du das Foto um? Ja, wegen hier, guck mal, ist was geschrieben. Das kann ich ja nicht lesen. Ach so. Ist auf dem Kopf? Ja, ja, ist umgekehrt. Ah, okay. Das ist ein Verkehrsschild? Genau. Diram heißt es. Nein, es heißt Wadiram. Aber hier so, weißt du, der Rest ist weg schon. Ah, es fehlt ein Teil davon. Ja, ja, okay. Genau, hier siehst du. Wadiram? Wadiram. Was ist das? Ist ein Ort so im Süden, so ist eine Wüste. Für Touristen und so. Sehr schöner Ort. Ach, so ein Touri-Ort? Ja, ja, ist ein Touri-Ort. Ich gebe dir mal einen hier. Schreibe ich richtig? Ja, ja. Wadi? Genau, Ram. Genau, hier ist es. Mach mal wer Bilder. Wow. Sehr schöner Ort, ja? Warst du schon mal da? Ja, ja, natürlich. Okay. Die einzige Spur, die wir haben, ist dieses Foto hier. Zugegeben ziemlich vage, aber hier steht halt Wadi Ram drauf. Also würde ich sagen, wir fahren in diesen kleinen Ort im Süden von Jordanien. Ihr seid gespannt, wie es bei Bitte melde dich weitergeht? Dann einfach hier klicken und bei Join direkt die ganze Folge gucken.